Die hat die Item fallen lassen extra. Aber es kommt gleich mit Sicherheit wieder so ein neues Hex oder so. Ich glaube, die Mech war die einzige, die da so noch nicht am Haken hatte, ne? Ja, die geht jetzt zur Dings. Entweder macht das Tor jetzt fertig auf, ne? Entweder ist das andere Tor auf oder sie ist an der Hedge. Nö, sie ist an der Hedge. Hier sind Marks. Ich höre sie aber auch nirgendwo. Sie sucht die Hedge definitiv. Ich glaube kaum, dass die sich die Mühe macht, da hinten das Tor noch aufzumachen. Würde mich wundern, wenn doch. Der hat ja extra das Item fallen lassen. Damit ich sie schlechter finde. Und hi, Raven! Geh zum Medikit. Und dann? Geht's ja, Raven? Alles gut? Ja, ich sag ja, die ist hundertprozentig an der Hedge. Ich glaube kaum, dass sie sich noch die Mühe machen wird, das Tor aufzukriegen. Die Crowd. Da ist sie. Also, wenn ich die jetzt noch kriege, dann lache ich. Glaube ich zwar nicht, aber dann lache ich. Die hat die Hedge nicht gefunden. Nee, definitiv nicht. Vor allen Dingen, die habe ich jetzt das erste Mal am Haken, by the way, ne? Die war die ganze Runde so sneaky, trotz dem Freddy, dass ich sie nicht gekriegt habe. So, jetzt kriege ich gleich noch so einen Kepper. Ja, bei mir auch so weiter. Ganz gut. Danke dir. Schön, dass du mal wieder reinschaust. Freut mich. GG, dankeschön! Ich weiß nicht, wollt ihr vielleicht auch ihr Medikit safen? Keine Ahnung. Oder die hat echt die Hedge noch gefunden und wollte aber irgendwie noch woanders hin. Keine Ahnung. Vielleicht wollte ich doch noch das Medikit safen. Weiß ich ja nicht. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Oh, da bin ich wieder auf Rang 5. Da bin ich wieder auf Rang 5. Gatsuano Duale Porte, 250 Euro. Was? Mio Felici. Was? Kann jemand von euch Italienisch?
Ja, ich glaube, das war nicht nur das einzigste Raven. Wir hatten auch dunkles Mondlicht geschmissen und alles. Das war mit Sicherheit auch dafür gedacht, dass ich sie nicht so leicht sehe. Weil das Medikit, das macht sie ja dann schon etwas sichtbarer, ne? So, wenn ich die Mille voll habe, dann wird der Gute hier auf P1 gezogen. War aber eine interessante Runde gerade. Ich hätte nicht gedacht, dass ich doch noch alle vier kriege. Hätte ich nicht gedacht in dem Moment. Aber jetzt dauert die Lobby wieder was länger. Ich denke mal, die werden dann als erstes blutig, ne? Glaube ich. Ja. Das hier sieht auch ganz interessant aus. Da könnte man meinen, hier kommt ein Kürbiskopf noch dazu. So. Na gut, dann haben wir das ja bald hier abgeschlossen. Nimm mal das mal mit. Ach hey, Steven wieder. Das tue ich mir heute nicht an. Habe ich heute keinen Nerv drauf. Soll sich einen anderen Keller suchen, den er nicht holen kann. So. Waffenkopf, Brust, richtig da. Hab ihn schon B3. Nice. Nice. Ja, ich hatte mir, Donnerstag hatte ich ja Fortnite gestreamt und da hatte ich mir den abends dann noch geholt, noch ein bisschen gespielt. Da bin ich auch auseinandergenommen worden von manchen Survivor-Gruppen, aber das ist echt der Hammer gewesen. Da hätte ich zwischendrin echt heulen können. Aber so an sich finde ich den Freddy eigentlich ganz nice gemacht, aber OP ist der bestimmt nicht. Ne, OP ist der bestimmt nicht. Du musst eigentlich nur wirklich wissen, wie tickt der, ne? Also, welche Mechaniken hat der. Und dann kannst du den normalerweise relativ gut aushebeln. Ja, ich hatte das bei ihm, wo ich mir den geholt hatte an dem Abend, war das so, ich hatte einen vorm Ausgang umgeklatscht. Es waren alle drei anderen Survivor um den rum. Ich wollte den aufheben, es ging nicht. Weil die den Instant versucht haben zu wecken. Und deswegen konnte ich den nicht aufheben. Kannst dir vorstellen, wie ich da am... also da habe ich hier richtig rumgebrüllt. Ich denke, das darf nicht wahr sein, ne? Da war ich echt zornig. Weil den hätte ich noch am Haken zumindest gekriegt, zumindest einmal. Naja, was willst du? Was ist halt so, ne? Und auf Steven und seine Crew habe ich schlicht und ergreifend einfach keine Lust. Ne? Die trollen mir zu viel zurzeit. Da sind meine Nerven heute zu schade für. Ja, hallo Grobi! Schönen guten Abend auch an dich, mein Lieber. Wie geht's dir? Was macht die Gesundheit? Ich hoffe, es ist langsam mal wieder ein bisschen besser geworden. So, da haben wir schon meine erste Obsession. Hi. Also, wenn sie Balance Landing hatte, hat er nicht getriggert. Sonst wäre sie um einiges schneller weg gewesen. Ich kann mir ansonsten nicht erklären, warum sie da hochgegangen ist. Hi.
Der dritte ist dein. Mist, der war noch nicht Traum. Der war noch nicht im Traum. Der zieht jetzt die Palette? Nee, doch nicht. Schön. Alles klar, MT. Danke fürs Reinschauen, mein Lieber. Vielen lieben Dank. So, die können sich zumindest schon mal nicht gegenseitig aus dem Traum rausholen. Die müssen einen Skillcheck failen. Die müssen einen Skillcheck failen, damit die aus dem Traum rauskommen. Ich glaube, die war noch im Traum, oder? Okay, alle drei da drüben. Alle drei. Mist. Mist. Warum hüpft die immer da runter? Ich versteh's nicht. Ich blick's nicht. Warum hüpfst du da runter? Wozu? Mann, Mann, Mann. Ist mir echt unbegreiflich, warum die da immer runterhüpft. Aber ich find's gut, dass die generell die Animation kürzer gemacht haben von den Killern, wenn die den Gen treten. Richtig, richtig. So sieht's aus. Ich verstehe auch nicht, warum die da unbedingt hochhüpfen. Ich kann es nicht nachvollziehen. Da oben ist schlicht und ergreifend eine Todesfalle. Feierabend. Irgendwo hier. Da. Einmal. Zweimal. Wo ist der dritte? Der rennt gerade zum Safen. Mist. War klar, die waren noch nicht im Traumland.